Warum lösen eigentlich Musik und Fußball bei den Menschen so große Emotionen aus? Es gibt hunderte Fußballsongs. Wie funktionieren die? Keiner lächelt so wie du, Zauberer im Fußballschuh. Und werden wir es schaffen, einen eigenen Song ins Stadion zu bringen? Ohne dich wird es schwer. Das ist ja mega hässlich dann wieder im Hintergrund. Mega hässlich, ne? Ja, hier in der Mitte rumstehen ist doch auch seltsam, oder nicht? Das sieht richtig bescheuert aus. Ich war dieses Jahr schon ein paar Mal im Stadion und ich habe einen Ohrwurm. Und ich kriege ihn nicht mehr aus dem Kopf. Deutscher Meister SVW, grün wie Gras und weiß wie Schnee, das ist unser SVW, alle. Und weißt du, was das Problem ist? Diese Melodie. Catchiger Song. Catchiger Song, aber diese Melodie gibt es in jedem Stadion. Gleichzeitig fällt mir mal auf, dass jedes, ich meine, das wissen wir ja alle, aber dass Fußball so von Musik geprägt ist. Denn wenn du bei St. Pauli, bei Dortmund, egal in welchem Stadion, überall singen die Fans 90 Minuten lang Lieder. Hallo. Hallo. Darf ich besteigen setzen? Ja, sicher. Kommen Sie gerne zu uns. Vielleicht können Sie sich noch mit einbringen in unsere Runde. Oh nee, Fußball nicht. Musik? Eher. Aber kennst du diese Videos von aus England? Weil da ist es ja ein kleines bisschen anders. Wenn da ein neuer Spieler in die Mannschaft kommt, dann wird dir sofort ein Lied auf den gedichtet. Ich kann mich an Didi Hamann erinnern, der dann auf einmal einen ganzen Song für sich gekriegt hat. Aber da gibt es hunderte von verschiedenen Varianten. König dabei war ja eigentlich Will Griggs. Will Griggs on fire. Genau. Jetzt ist hier Stock untergefallen. Sorry. Ach, das ist ein Schirm, ja. Stell dir mal vor, du bist Revolverheld, Johanne Strate. Du bist einfach ein Popstar und füllst Hallen und da kommen 10.000 Leute. So, was bringt dich dazu, auf einmal jetzt einen Song für deinen Verein zu machen? Auf jeden Fall gibt es richtig viele Musiker, die voller Stolz mit glühendem Herzen und großen Worten Songs geschrieben haben. Das Lied der Profis. Fußball ist unser Leben. Fußball ist unser Leben, der König. Fußball ist der Leben. Nur nach Hause, nur nach Hause. Gehen wir mit. In Maria, eiserner Union. Eiserner Union. Ich sag zu niemandem, wie ich zocke. Ich rocke. Ich eines nie verliere, meinen grün-weißen Liebe. Ist Ihr Schirm schon wieder Ihr Schirm, entschuldigen Sie. Gibt's ja wohl nicht. Es gibt hier in Hamburg so einen Rapper für den HV, der heißt Elvis. Der hat so ein ganzes Album nur für die Kurve gemacht. Das habe ich noch nie von gehört. Marc Herbert Grönemeyer, ich bin eher Grönemeyer als Westernhagen. Und der hat mit Bochum ja einen Song für seine Stadt geschrieben. Da ging es ja um seine Stadt. Ja. Der Fußballverein und die Fans haben aber einfach diesen Song genommen und jetzt ist es im Prinzip die Hymne des Vereins. Wollen Sie schon los? Ja. War nett. Komm nur mit einer Zigarette. Ich bin so ja, erzählt. Danke schön. Oder tschüss. Schönen Tag für Sie. Ja, an sich wäre das ja auch richtig geil, wenn wir dann noch irgendwie auch einen Song machen würden. Wer ist der größte Fußballer Europas der letzten 20 Jahre? Ja, Claudio. Claudio Pizarro. Vielleicht treffen wir uns erstmal mit jemandem, der sich damit auskennt und dann... Hast du schon mal einen Song gemacht? Naja, also schon, weil nie jemandem gezeigt. Und wenn wir Fußballfans sind und uns so ein Thema annehmen, dann ist es doch unsere Aufgabe, mit Claudio Pizarro einen Song zu machen. Und dann muss aber das Ziel sein, dass wir den Song im Stadion spielen lassen. Ja, na klar. Das muss auch Claudio dann sehen. Ich fange an. Ich frag die Jungs ich an. Ich frag die auch an. Du kümmerst dich um Beat. Und Max, ja. Da kommst du aber schön mit hin, ne? Ich kenne mich nämlich nicht aus. Ja, machen wir. Gut, alles klar. Dankeschön. Wir wollen also über Claudio Pizarro einen Song machen. Alle lieben ihn irgendwie, ich sowieso. Wenn das also schlecht wird, könnte ich mir das nie verzeihen.
Max, ein Kumpel von uns und Produzent, hilft uns bei den Beats. Und ich, ja, ich texte. Lies uns vor. Ja, bitte. Ich bin schon wirklich... Mit 19 flugst du ein aus Lima. Man merkt sofort, der Typ ist prima. Jung und frisch, die Welt lag dir zu Füßen. Im Kopf Frauen und viele Tore schießen. Ist noch nichts dabei gewesen. Du hast Schmerzen. Lima und prima kann ich noch mit leben, glaube ich. Aber der Rest war bislang so ein bisschen. Naja, gut, wir schauen mal. Keiner lächelt so wie du, Zauberer im Fußballschuh. Der geilste Typ aus Peru, das ist Pizarro. Das bist du. Okay. Pizarro. Das Schlitzohr auch vor dem Fußballtor. Gott. Die ganze Kurve singt im Chor. Und dann kommt Pizarro, woho, Pizarro. Wow. Okay. Das ist die Hook. Okay. Da war eine sehr hölzerne Formulierung vorbei, die dritte. Welche? Selbst mit 80 wollen wir noch sehen, wie du küsst das Werder-Emblem. Oh Gott, ja. Ich glaube, vielleicht auch wesentlich reduzierter, ja, mehr cool, glaub, ein paar Fakten, ein paar Vergleiche, genau, Feierabend. Also, ja, ich bin dabei, hab mega Bock. Könnte ich da Nein sagen? Nimm mich mit auf dem Weg des Erfolgs, bitte. Längst beschäftigt sich auch die Wissenschaft mit dem Phänomen. In Berlin will ich einen Philosophen und Sportwissenschaftler treffen. Gunther Gebauer ist fest davon überzeugt, dass die Gesänge manchmal den Unterschied ausmachen. So wie beim legendären 4-0 von Liverpool gegen Barcelona in der Champions League. Ja, natürlich hätten wir nicht gewonnen. Das ist selbstverständlich. Die Mannschaft ist ja total über sich hinausgewachsen. Die haben ja selbst von einem Wunder gesprochen. Und selbst die spanischen Kommentatoren sind in die Knie gegangen vor so viel Sangeskraft und Kunst und Ausdauer. Die haben ja praktisch ihre Mannschaft zum Sieg getragen oder gesungen. Und Musik trägt ja auch. Früher haben die Truppen immer gesungen, wenn sie zu Fuß mit dem Gewehr über der Schulter unterwegs waren in die Schlachten. Und sie haben auch gesungen, wenn es losging auf den Gegner. Wenn wir jetzt den Fußball nehmen, ist es natürlich eine harmlose zivilisatorische Situation, die wir da haben. Da ist es dann so, dass die Fans erstmal den Wunsch haben zu singen, einfach weil sie emotional erregt sind. Sie haben ja auch gemeinsame Gesänge. Also siehe Liverpool, You'll Never Walk Alone, wenn das angestimmt wird, das ist ein hymnischer Gesang, dann singen alle mit. Also erstmal ist da so etwas wie ein Bedürfnis, dass man sich ausdrücken möchte. Und man möchte sich kollektiv gemeinsam ausdrücken. Also nicht irgendwie jeder für sich. Das passiert auch, wenn das Spiel losgeht, jeder schreit ein bisschen. Aber es wird erst dann richtig gut, wenn da sozusagen ein großer Gesang angestimmt wird. Und das überträgt sich dann auf die Spieler? Das überträgt sich auf die Spieler, die natürlich schon beim Spiel merken, dass sie gemeint sind. Wenn also da ein riesenhafter Chor, will ich mal dazu sagen, wie eine Gemeinde in der Kirche singt ein getragenes Lied. Das muss noch nicht mal ein brutales, wildes, blutrünstiges Lied sein, das heftige Rhythmen hat oder so. Es kann eben auch wie in Liverpool choralartig, getragen, besinnlich sein. Aber es ist so stark, wenn das eben 30.000 Leute gemeinsam singen, die auch außerdem singen können, die sich auch singen hören. Und wenn das in die Ohren der Spieler dringt, dann erfüllt sie das auch mit Mut und Kraft und Zuversicht. Zurück zu unserem Song. Wir brauchen Hilfe und erhoffen uns Tipps von Revolverheld-Frontmann Johannes Strate, selbst ebenfalls Werder-Fan. Kannst du mir beschreiben, was es für dich bedeutet, wenn du in einer Halle stehst und da sind über 10.000 Menschen und sie singen deine Lieder? Ja, es ist natürlich so das verrückteste, absurdeste Gefühl, was du haben kannst. Also gerade, wo wir jetzt hier stehen beim Studio, das ist dann teilweise eine Idee, die ist dann hier vor 8 Jahren entstanden. Du sitzt hier mit deiner Gitarre und denkst, ja, irgendwie beschäftigt mich gerade. Dann kommt das irgendwann auf eine Platte, kommt raus, verkauft sich vielleicht ein paar Mal und dann stehst du auf einmal in einer Halle und 10.000 Leute singen den Song. Das ist halt absurd, weil es eigentlich nur ein Hirngespinst von dir vor ein paar Jahren war. Einmal, weiß ich noch, damals bei Lebenslang Grün-Weiß, habe ich den Song dann vor dem Spiel gegen Real Madrid, was wir 3-2 gewonnen haben, damals noch, vor der Kurve gesungen. Das werde ich natürlich mein Leben lang nicht vergessen. So, also ich spiele ja viele Konzerte mit der Band und erinnere mich natürlich auch an viele besondere Momente. Aber wenn mir jetzt, sagen wir mal, einer ein Foto zeigt und sagt, war das jetzt 2005 in Hannover oder 2007 in Bochum, dann bin ich echt so, okay. Aber ich meine, das Foto vor der Kurve gegen Real, das würde ich natürlich sofort erkennen. So. Wenn du hörst, wir wollen einen Song über Claudio Pizarro machen. Ja, halte ich das für sehr sinnvoll. Halte ich das für sehr sinnvoll, aber wir sind natürlich auch Amateure. So. Hast du da nicht irgendwie auch... Ja, haben ja andere schon geschafft. Also, oder wolltest du jetzt einen Tipp haben? Ja, das auch. Also. Aber überleg mal, ich meine, wir gehen da ja auch quasi an etwas heran, was eine sehr große Hürde für uns selber ist, weil wir es ja auch nicht verkacken wollen. Es soll ja gut werden.
Also ich meine, welchen Vorteil ihr habt, ist, ihr habt unglaublich viel Fachwissen. So, das heißt, ihr kennt euch mit Werder einfach wahnsinnig gut aus und ihr kennt Pizarro. Das heißt, wenn ihr einen Song über ihn macht, dann würde ich erstmal alle Fakten, Sprüche, was auch immer aufschreiben, so was dazugehört. Das haben wir beim Fußballsong vor 11 Jahren auch mal gemacht. Also was fällt uns denn zum Thema, keine Ahnung, damals war es die Nationalmannschaft ein. Und da fällt einem so viel ein und dann kann man eigentlich 12 Strophen schreiben. Ja, guck mal, so. Hab ich gemacht. Und dann geht einem das eigentlich relativ leicht von der Hand. Und bei der Melodie könnt ihr euch im Notfall Hilfe holen, wenn es nicht läuft. Ja, aber ich meine, ist ja auch die Frage, rappt das dann jemand oder singt das jemand? Oder wie ist ja, wir sind uns noch nicht so ganz einig, weil okay. Also, Nico wollte jetzt ich das rappe, aber ich kann das natürlich überhaupt nicht. Okay. Aber vielleicht performen. Ja, aber ich meine, was ist denn? Performen, ja, aber ich kann so tun. Ja, genau. Ja. Ja, vielleicht kann man sich ja mit ein paar guten Leuten zusammenschließen oder so irgendwie. Aber das ist ja eben bei so einem Ding total gut. Inhaltlich ist es ja vorgegeben, es ist ja klar. Es ist ja nicht so, dass du jetzt sagst, ich möchte ein Lied zum Thema Sonne schreiben und dann musst du dir was aus den Fingern saugen, sondern ich meine, es gibt ja einfach Fakten rund um seine Karriere. Viele ja. Fakten. Ja, so. Ich glaube auch. Manche Musiker widmen sich fast nur ihrem Verein. So wie Rapper Elvis. Sein Herz und seine Musik gehören dem HSV. Schwarz-weiß-blaue Menschen, der lebende Beweis, der HSV hat keine Grenzen. Grenzenlos, wenn ihr liebt, was wir lieben, bin ich sicher, ihr versteht das. Und auf den Konzerten natürlich vor allem HSV-Fans. Warum wollen sie diese Musik? Der Verbundenheit mit dem HSV. Der singt ja auch gerne von Träumen, wieder auf dem Rathausmarkt zu sein. Und da wollen wir auch im Mai hin. Stolz, Ehrlichkeit, Gefühle ohne... Also Ehrlichkeit, also einfach Stolz. Leidenschaft pur. Leidenschaft am Fußball, Leidenschaft für den HSV. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Das ist einfach, man lebt die Musik. Immer für den Spaß zu haben. Wissen, was es heißt, wenn man alles hier erlebt. Trotz Rückschlägen immer nach... Sogar mit einigen Spielern wie Louis Holtby oder Heiko Westermann hat Elvis schon Songs aufgenommen. Zwei große Leidenschaften und ich glaube, die verbinden ganz viele Menschen und mich auch allen voran. Dass ich immer gesagt habe, okay, ich verbinde das, ich spiele selber, habe lange Zeit Fußball gespielt, 10 Jahre lang im Verein gespielt und bin großer HSV-Fan schon von Kindesbeinen an und habe dann irgendwann angefangen, Musik zu machen, über einen Musikunterricht in der Schule tatsächlich. Und dann verbindet man das irgendwann. Das ist ein Teil, großer Teil seines Lebens und man schreibt und rappt über das, was in seinem Leben so passiert. Und das ist eben ganz oft Fußball bei mir. Und es geht darum, dass man den Fußball verkauft, dann geht es darum, dass man für unter 20 Euro in keine Kurve mehr reinkommt. Dann geht es darum, dass man immer mehr Repressionen hat und immer mehr Sachen hat, wo man sagt, das darfst du nicht mit ins Stadion nehmen, das darfst du und am besten die WM noch mit 83 Teams spielen, damit die Fidschi-Inseln auch noch eine Chance haben und jeden Tag Fußball im Fernsehen läuft. Und das ist halt das, was im Endeffekt ja alle Vereine eint. Und wir haben beispielsweise, ich weiß nicht, ob ihr mit einem der Jungs gesprochen habt, wir haben diesen Anti-Red Bull-Song gemacht vor einigen Jahren, da war ich auch mit noch bei. Nicht, aber auf den werde ich jetzt zu sprechen. Genau, mit Miki zusammen aus dem Dortmunder Umfeld und ganz, ganz vielen anderen guten Jungs, die irgendwie da mitgewirkt haben. Von Tradition, Placebo-Effekt. Wir schicken Bullen auf die Schlachtbank, Maredo-Geschäft. Sport, wie ergreifend und brillant. Doch den Sport, den ihr gerade schändet, spielt man eigentlich auf Kranz. Wir reichen keine Hand, scheißen auf den großen Vater. Und das ist halt das, wo es im Endeffekt verbindet und wo man sagt, okay, das ist irgendwie was, was Gemeinschaft ist. Fand ich in dem Moment schade, dass es so gegen etwas war. Ich fände es besser, wenn wir das für etwas machen. Und das hoffe ich, dass man das in den nächsten Jahren anstreben kann. Insofern, ich habe noch nicht genug, wenn du das fragen willst. Ja. So. Ich bin noch nicht fertig mit der ganzen Sache. Aber es stimmt natürlich schon, man muss aufpassen, dass man sich nicht wiederholt. Bei unserem Song geht es dagegen ans Eingemachte. Studio. Am Ende hat Poetry Slammer David Friedrich den Text geschrieben. Natürlich auch, dass es geil wird. Ne? Das ist Claudio Pizarro. Und der ist mir natürlich schon wichtig, dass der dann nicht sagt, okay, was ist das für ein Scheiß. Ich glaube, das kriegt man aber auch hin. Aber gab es sowas schon mal vorher? Hat schon mal jemand vorher einen Pizarro-Song gemacht? Ich habe keinen gefunden. Okay, hast du schon mal? Okay. Seltsam, ne? Bei so einem guten Spieler. Ja. Und dann kommt David für den Rap. Pizarro, oh. Geboren am 3. Oktober 1978 in Callao. Früh war klar, du wirst irgendwann König oder Pharao. Es klar sind wir alle Werder-Fans. Aber das hier ist für diesen einen Spieler. Da zählt jedes Wort. Wir ja, werden von dir sicher verhext, wenn wir sagen, du wärst zu alt. Das alt kannst du ganz deutlich machen. Ja. Wenn man sagt, du wärst zu alt, das ist ja, ja. Da ist ja auch so die Aggression drin. Ich glaube, wir sind immer noch bei den Strophen. Alt, dann trifft er erst recht. Ja, super, ja. Dauert halt sowas, ne? Ich könnte es nicht. Ich finde, der macht es richtig gut. Wir werden von dir sicher verhext, wenn er sagt, du wärst zu alt, dann triffst du erst recht. Ich gesagt und immer, ja, mach das doch mal so und so und so. Für mich hört sich das gleich an. Aber offensichtlich macht er das dann anders.
Genau, musikalisch einfach null Ahnung, offensichtlich. Wir werden von dir sicher verhext. Und dennoch muss ich auch noch etwas einsingen. Schöner alter Mann, du bist lieb zu uns, wer solche Tore schießen kann. Willkommen dein Lied von uns, schöner alter Mann. Denn du gehörst hierher. Wow, das hört sich, hört sich das bei mir auch so schief an? Man kann es verarbeiten. Hast du das gehört? Ja. Hast du nicht gehört, hat er gesagt. Schöner Mann, schöner, frag mich nicht, wie die das eingearbeitet haben. Sag mir bis wann spielst du? Pizarro, oh. Der Chor jedenfalls klappt und dann sind wir fertig. So weit haben wir es gerade. Auf letzter Part, geht's klar für dich? Dann fangen wir. Da will ich. Oh, wie dein Schlagerherz. Da geht mein Schlagerherz kaputt. Doch es sind ja nicht nur arrangierte Songs. Viel wichtiger sind ja die Gesänge auf den Rängen. Und damit das alles organisiert abläuft, gibt es Vorsänger, die mit Megafon das nächste Lied ansagen. So wie jahrelang Lemi von Dynamo Dresden. Ich treffe ihn an seiner alten Wirkungsstätte, dem Rudolf-Habig-Stadion in Dresden. Von ihm will ich wissen, wie er an neue Choreos und Gesänge rangeht. Richtig geil. Wie schafft man es denn, so eine neue Melodie oder so einen neuen Fangesang zu etablieren im Stadion? Das Problem ist halt, du stehst vor 9000 Leuten und du willst dann irgendwie eine neue Melodie den einimpfen und stehst dann da wie der Kasper dort oben und fängst dann an, ja, hier, jetzt so und so. Und dann fängst du mit diesem neuen Lied an. Also gefühlt haben dann immer erstmal alle gelacht. Es ist immer erstmal so ein bisschen peinlich, du stehst dann dort oben und denkst, oh ja, ich hab's verstanden, alles klar. Es ist schon ein bisschen schwierig. Und dann meistens probierst du es nicht zu Hause, sondern du fängst erstmal auswärts an und machst das so mit 1000 Leuten irgendwie, damit erstmal so alles ein bisschen reinkommen und dann funktioniert das besser, als wenn du zu Hause vor 9000 Leuten stehst und willst dann irgendwie was Neues antesten. Das ist immer meistens, ja, das ist ganz schön so, ja, lachen immer viele und dann so, ey, Riesensong und ich so, alles klar. Ja, ist schon, also ist meistens sehr lustig, sagen wir es mal so. Ist alles, was melodisch ist, das braucht immer so eine gewisse Zeit. Manchmal ebbt das dann so ein bisschen ab und verschwindet das irgendwann wieder in der Schublade, so für einen Monat oder zwei oder vielleicht ein halbes Jahr und eh das so einen richtigen Durchbruch schafft, brauchst dann irgendwie mal so geile Spiele, die dann irgendwie zusammenkommen. Es muss dann irgendwie alles passen. Spiel muss passen, die Leute müssen irgendwie so ein bisschen Bock drauf haben, was Neues. Haben sie meistens immer, aber das muss dann der richtige Moment. Und dann bricht das Ding dann so durch, dass dann jeder irgendwie so verinnerlicht. Also das geht nicht von heute auf morgen. Wie viel Prozent von den Sachen klappt dann auch? Vielleicht 10 oder 15 Prozent. Ja, und dann kommt was Überraschendes. Irgendwie hat Nico so lange bei Werder Bremen nachgehakt, bis es tatsächlich hieß, ihr dürft Claudio Pizarro treffen und euren Song vorspielen. Und dann ist er da. Von dir würden wir gerne mal wissen, wie es eigentlich ist, wenn Leute deinen Namen im Stadion rufen, wenn sie Lieder für dich singen. Was löst das in dir aus? Es ist natürlich etwas Besonderes, hier in das Stadion zu hören, wenn ich da reinkomme und die Leute ganz euphorisch werden. Und für mich ist natürlich etwas Besonderes und ich fühle mich sehr stolz dafür. Ich gebe dir das iPad in die Hand. Es gibt ein Video dazu. Es dauert 3 Minuten und... Pizarro, Tor! Hallo, liebe Werder-Fans. Da bin ich wieder. Es begann als kleiner Straßenfußballer in der Nähe von Lima. Und heute singt man dir auf der ganzen Welt die Lieder. Schöner Mann, schöner Mann, schöner Mann aus Peru. Sag mir bis wann, sag mir bis wann, sag mir bis wann spielst du? Das ist sehr emotional für mich. Mach die Kamera auf. Pizarro ist da! Und wie macht er das Tor? Das ist unglaublich! Den Schlawiner der da rein! Es ist immer eine Freude, wenn ich reinkomme. Sehr schön, ey. Danke. Danke. Wirklich. Es ist uns eine Ehre. Ja. Eine sehr, sehr große Ehre. Wow. Es ist sehr emotional, das ganze Lied zu hören und das ganze Video da. Sehr schön. Dankeschön. Es ist doch, ja, genau. Ein schönes Tor, genau. Vielen lieben Dank. Danke auch. Doch es ist noch nicht vorbei.
Wir haben zwar keine große Hoffnung, dass unser Song im Stadion läuft, fahren aber dennoch zum letzten Spiel, an dem Pizarro auch seine Vertragsverlängerung bekannt gibt. Und klar, wir wissen, mit den großen Fußballhymnen können wir niemals mithalten. Aber dann geschieht etwas, was uns irgendwie doch völlig kalt erwischt. Unser Fazit: Ohne Musik wäre Fußball eben doch nur halb so emotional. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß an unserer kleinen Reise so zwischen Musik und Fußball und den ganzen Emotionen dazwischen, genau wie wir drei wunderbaren Menschen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst doch mal ein Abo da. Und wenn ihr Vorschläge habt für andere Fußballer oder Songs, die wir schreiben sollen, dann immer her damit. Wir sind jetzt das Team zum Produzieren von Songs über Fußballspiele.